Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play Fallout. Und ihr habt ja in der letzten Folge gesehen, dass ich mich so ein bisschen doof angestellt habe. Aber ich habe gesehen, dass ich hier, wo ich vorher schon lang gekommen bin, noch nicht in die richtige Richtung gelaufen bin. Und hier runter, da komme ich dem bösen Buben dann wohl näher. Also es ist, ihr habt noch nichts verpasst. Ich bin hier ein bisschen ängstlich mal wieder. Das kennt man ja schon. Aber Kellogg muss hier irgendwo so langsam kommen. So, zack. Ja. Ach man, viel zu wenig. Oh. Das ist gut. Impulsgranate. Die ist doch... Liegt da so am Tisch rum. Warum auch nicht? Oh. Spielen wir jetzt. So, schnell weg damit. In der... Yep. So. Das lief doch gut. Wenig KP verloren. Schnell das Ding weggemacht. So soll's sein. Tut mir leid, dass dein Haus seit 200 Jahren demoliert ist. Aber ich brauche keinen Mitbewohner. Verzieh dich. Ah ja. Naja, auf so ein Verzieh dich höre ich jetzt eher wenig. Muss ich gestehen. Da lasse ich mich jetzt nicht so einfach von abschalten. Oh. Keep your finger out. Alles klar. Wenn ich so eine... Ja, ich nehm's mal mit. Ich werd bestimmt sonst nur wieder gegeißelt, wenn ich was sowas liegen lassen würde. So von wegen... Kannst du nicht... Ich hätte nie gedacht, dass du mal an meine Tür klopfst. Ja, er kennt mich. Ich hab 50-50 gegeben, es nach Diamond City zu schaffen. Dachte... Das Commonwealth würde dir dann den Rest geben. Nein, da hast du dich wohl ein bisschen getäuscht, mein Freund. Oder was auch immer sie sind. Ich da weiß, draußen dass sie ist was. Mach das du mal, Nick. Wir sind wohl nicht da. Oh, okay, der war... Nimm das! So. Systeme offline. Mein Aufspürsystem. Der war nicht so clever. Oh. Okay, er kann über die Mine laufen. Ich habe irgendwie gedacht, die fliegt ein bisschen weiter, ehrlicherweise. Tarnfähigkeit. Faszinierend. Tarnfähigkeit? Oh. Wir sind hier irgendwo. Kommt schon, Jungs. Kommt schon. Kommt her. Kommt zu Papa. Doch. Wo sind sie denn hin? Erwischt! Komm schon! Gibt's doch nicht. Schlechte Idee. Oh, der Nick. Kellogg hat ihre Terminierung befohlen. Schießt ihr auf mich? Wo hab ich denn die Mine da unten, liegt sie? Den Zintläufer. Ah, oh, ich bin so ein schlechter Schütze. Komm schon. Das Problem ist immer, dass dieser grüne... Dass dieser grüne Ding weg ist, immer wenn ich da so getarnt bin. Ich dachte, man könnte sich doch noch gütlich einigen. So. Die nehme ich mal mit. Okay, also irgendwie mit Minen läuft es nicht so rund. Die haben immer viel zu wenig Munitionszellen.
Die könnten da echt ein bisschen spendabler sein. Da komme ich mal wieder nicht rein. Es gibt offenbar Leute, die ihr Leben lang am liebsten im Keller wohnen würden. Türen, die nicht begehbar sind. Die nerven mich ja. Gut, du bist angepisst, verstanden. Aber was willst du hier denn erreichen? Das wird überhaupt nichts bringen. Da ist doch einiges. Ja, die waren hier ein bisschen ergiebiger. Nee, Experte bin ich bei Weitem noch nicht im Entsperren. Gibt's da drin was, was mich überhaupt interessiert? Nee, egal. Probieren wir es einfach mal aus. Das läuft doch erschaffen. Kamera, Vorkriegsgeld, Hackklammerbox. Die interessiert mich. Oh, da gibt's doch hier zwei Sachen, die vielleicht... Oh, Stimpaks. Okay, hat sich besser erwiesen als erwartet. Da schaue ich mir gleich mal die Items an, ob ich da was gebrauchen kann. Kleidung. Okay, nichts dabei, was ich jetzt... was passt. Hätte ich jetzt anders erhofft. Na gut. Was habe ich denn die... Ich glaube... Ich hatte wahrscheinlich die an. Ja, ich glaube, das war die bessere Entscheidung. Und wir gehen weiter. Oh, zu spät gesehen. Ja, wenn es nicht anders geht. Ja, mach du das. Ja, das macht er schon. Wofür habe ich denn so einen Sint, so einen Vorkriegssint? Ach, oh, dieses Putzmittel. Ihre Terminierung. Als ob er zu oft Terminator gesehen hat. Wahnsinn, Nick. Wenn du dich auch immer so in den Schuss wirfst. Sind jetzt endgültig weg? So, das Ding noch oben an. Die gehen uns nicht mehr auf die Nerven. Ist die Frage, ob ich da jetzt weitergehen soll, weil ich habe so das Gefühl, da ging jetzt weiter. Oder ob ich jetzt... Okay, alles klar. Die Frage hat sich gerade hiermit geklärt. Wir müssen da lang. Ich dachte, vielleicht finde ich noch irgendwo coole Items. Aber nö. Keine coolen Items. Aber wie gesagt, so ein wenig coole Sachen finden wir ja. Ah, da oben schon wieder. Jo, der ging gut. Tür, öffne dich. Was haben wir denn hier so? Fusionszellen würde ich alternativ am liebsten nehmen. Aber... Also, das ist ja wohl der schlechteste Raum in der Geschichte der Räume in Fallout. Ja, okay, der war echt nix. Der war nischt. Oh oh, da glaube ich... Ja, ist doch ein netter Fusionskern mal wieder. Fusionskerne sind ja immer gern gesehen.
Genauso fast, also Fusionszellen genauso gerne. Einen Sieger will ich da jetzt nicht küren, weil ich mag beides. Was ist denn in der Werkzeugkiste drin? Nee. Jetzt, komm, gib mir es. Oh, Mensch. Also, wie gesagt, das Klebeband nehme ich aber brav mit. Wurde mir geschrieben. Und ich höre ja drauf, was ihr da schreibt. Ist jetzt nicht so, dass ich da beratungsresistent wäre. Ups, Entschuldigung. Gestolpert. Red away, red away, red away. Das ist fast so wie Beetlejuice. Wenn man zu oft Beetlejuice sagt, kommt er dann wirklich. Ich glaube, bei dreimal war es. Ich probiere es nicht aus. Ihr wisst, ich bin ein leichter Schreckhase. Und ja, mir ist aufgefallen, ich habe im Hintergrund noch, ich glaube, Origin ist es offen. Deswegen ab und an so Sounds. Sorry an dieser Stelle. Also wundert euch nicht, es ist nicht bei euch, es ist bei mir. Na also. Ja, ich habe ich auch mal jetzt mitbekommen, so von wegen, hier, du musst die Dinger nehmen, weil die eben was bringen. Ja, man merkt, ich und Fallout, wir sind bis dato noch nie zueinander gekommen. Was? Ach ja, mach du mal. Sprengstoffkiste. Hey. Das ist irgendwo da oben. Ja. Cool. Ja, Splittergranaten. So, wo ist denn? Verdammt. Gute Nacht. Ja, schießt doch nicht auf mich. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Scheiße. Okay. Soll meine Visage wirklich die letzte sein, die du siehst? Statistisch gesehen ist es Hausputz erledigt. So, weg damit. Hoch damit und raus mit ihnen. Denk dran, Kellogg ist ein Profi. Das wird kein Kinderspiel. Sag Sachen. Da weiter. Passwort zu. Oh ja, das Passwort klingt gut. Das war, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, dass ich hier gerade hingelaufen bin. Du hast Mumm und bist entschlossen, das bewundere ich. Ja, siehst du mal. Ich kann dir gar nicht vorstellen, wie sehr du dich hier übernimmst. Wo ist er hin? Der war doch gerade da. Überaktive Sensoren, mehr nicht. Bewegung entdeckt? Seltsam. Komm schon. Schieß doch! Der macht zu wenig Schaden. Unglaublich, Nick. Für was bist du zu gebrauchen? Noch ist es nicht zu spät. Du laber mich nicht immer hier rein. Und geh. Du hast diese Option. Das können nicht viele von sich behaupten. Rein, denke ich. Die Luft ist. Er macht gar nichts, steht daneben, sagt hier. Ich glaube, die Luft ist rein, mein Freund. Ich habe keine Ahnung, aber ich sage jetzt mal. So, da brauche ich das Passwort. Ich gehe erst nochmal hier weiter. Schau mal, was dieses Terminal wieder von mir so. Ach Gott, ich dachte schon, das wäre in meinem Raum jetzt. So, Turn.
Schauen wir mal. Nee, da ist nichts an der... Doch, das V, das R ist an der gleichen Stelle. Das R ist an dritter Position. Das könnte sein. Nee, das nicht. Wants? R auf jeden Fall. Aber dann kann ich nichts mehr... Das kann es nicht sein. Virus haben wir auch schon gehabt. Alert. Nee, ich komme nicht zurecht. Ja, war mir klar. Aber ich mache jetzt erstmal hier. Musstest einfach wiederkommen, was? So, das machen wir mal schnell nebenbei. Und dann schaue ich doch nochmal, was ich denn hier an dem Einsteigerterminal hacken kann. So, Cover gar nichts. Na. Oh Gott. Jetzt gut, es kann natürlich alles sein, E und was weiß ich. Das war. Man braucht einfach zwei Treffer. Sonst hat man da verkackt. Aber wie gesagt, so ein. Entsperrtes Terminal, da in der Regel gibt's was zu holen. Armed. Okay, also das A ist es nicht. Das R. Oh ja. Das heißt, dann muss es ja. WE, also ER. Wahrscheinlich hinten raus. WER, lower. Das wäre es. Turmsteuerung. So, dann schalten wir mal die Türme ab. Das erleichtert es ja so ein bisschen. Ja. Valentine hat das gefallen. Dem Valentine, dem gefällt halt so vieles, was ich mache. Jetzt muss ich schon so ein Einst... Oh, nee. Jetzt, schön. Was ich dafür schon hier hacken muss, also nicht hacken, sondern hier knacken muss für so einen doofen Shredaway. Oh, schön, ein bisschen chillaxen. Aber nein, wir gehen weiter. Ich warte immer nur, dass hinter so einer Tür so einer daherkommt und mich sowas von extrem erschreckt. Deswegen bin ich so ein bisschen schreckhaft. Aber auch nur ein bisschen. Aber ich glaube, da muss ich hin. Das heißt, dann ist dieser Raum, wo ich den Code dafür gebraucht habe, nicht, dass der weitergeht. Oh. Und dementsprechend kann ich den jetzt hier mal nutzen und schauen, was mich da hinten so erwartet. Ich dachte, da ging es dann weiter. Aber so gesehen ist da hier bestimmt hier was ich brauchen kann. Stimpak, Stimpak, Red X, Red X, Red X, Haarklammer, oh ja, 9 Haarklammern. Werkzeugkasten. Ja, langsam... Langsam ist es auch nicht mehr so wild, wenn ich eine Haarklammer abbrich. Wie ihr seht, das wär's. Der Superkleber, Terpentin ist wahrscheinlich alles, was ich unbedingt brauche. Sicherheitstor. Nee. Yep. Ja. Ohne Automatik. Laserpistole habe ich ja schon. Ein Fatman habe ich auch. Ich fände mal cool, wenn ich mal langsam Munition. Fusionszelle. Mini-Atombombe! Ja, pass auf, mein Fatman ist nicht bei mir. Das heißt, ich muss dann auch doch ihn nehmen.
Das lohnt sich ja dann doch mal. Jetzt habe ich natürlich zu viel, was ich trage. Das war zu erwarten. Das werde ich jetzt mal schnell revidieren. Das kann ich alles ablegen. Lederrüstung, rechter Arm. Das brauche ich absolut mal nicht. Die Leder... Mal, was macht die hier? So, jetzt brauche ich noch 9 Sachen. Gibt es hier irgendwas, was wirklich viel wiegt? Bitte? Nee. Okay, da ist schon mal nichts. Ja, die Schallplatte. 2. Wahrscheinlich alle so, nein, warum schmeißt du jetzt die Schallplatte weg? So viele brauche ich davon definitiv auch nicht. So, jetzt bin ich wieder in meinem... Und jetzt nehmen wir mal hier... Wo ist denn Fatman? Da ist Fatman. Jetzt nehmen wir mal auf die 7. Wow. Ach, ich freue mich schon, damit mal gleich zu schießen. Und ich glaube, wir bekommen den idealen Gegner dann dafür. Gut, du hast es geschafft. Du findest mich gerade aus. Meine Sins tun dir nichts. Reden wir. Jetzt will er reden, oder was? Ist ja schon kurios, dass er jetzt auf einmal reden will. Der Ventilator ist es übrigens auch immer mitnehmen. Gut, hier gibt es sonst gefühlt nichts mehr. Mal schauen, jetzt komme ich wahrscheinlich um die Ecke und dann kommt der nächste Synth und ballert mich einfach weg. Da ist er also. Der unverwüstlichste Mann des Commonwealth. Lustig, ich dachte mal, das wäre ich. Du hast einen langen Weg hinter dir. Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Ich bin eine Marionette wie du, Kumpel. Nur, dass meine Bühne größer ist. Sean ist ein guter Junge. Ein wenig älter, als du dachtest, stimmt's? Aber es geht ihm gut. Nur, er ist nicht hier. Er ist bei den Leuten, die die Fäden ziehen. Was heißt älter, als ich dachte? Verdammt, du verfickter Söldner. Oh. Wo ist mein Sohn? Wie sagt man so schön? So nah und doch so fern. So ist es mit Sean. Aber keine Angst. Du stirbst in der Gewissheit, dass er sicher und glücklich ist. Vielleicht ein wenig älter, als du dachtest, aber... Was heißt denn immer älter? Im liebevollen Zuhause. Im Institut. Also, wo ist es, dieses Institut? Wie komme ich dorthin? Hast du denn nicht aufgepasst? Man findet das Institut nicht. Das Institut findet dich. Man macht den Schrank auf und es ist nur ein Schrank. Man findet nie das Monster darin, bis es einen eines Tages anspringt. Aber wir haben jetzt lange genug geredet. Wir beide wissen, wie das hier enden muss. Ja. Also, bereit? In 100 Jahren, wenn ich dann endlich sterbe, komme ich hoffentlich in die Hölle. Damit ich dich immer und immer wieder umbringen kann, du Stück Scheiße. War's das? Hab mich ganz schön erwischt. Verdammt. Ziemlich mitgenommen. Ist mir egal. Tut mir leid für dich, der weite Weg ganz umsonst.
So, schnell fett spritzen. Ah, ich muss nachladen. So, jetzt nehme ich mal eine Granate. Tschuk, tschuk, tschuk. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da ist sie. So. Weg mit dir. Jetzt muss ich nur gucken, wo meine Minen sind. Niemandem mehr was tun. Wir sollten uns umsehen. Uns alle Infos sichern, die es hier gibt. Oh ja, da gibt's doch was. Nee, das ist alles nicht so cool. Natürlich werde ich mir hier alles um. Aber ich, wie gesagt, habe Angst, dass ich hier noch in so eine Mine von mir reinlaufe. So, Kelloggs Pistole. Die wird auf jeden Fall mitgenommen. So viel Technologie. Du warst ja kaum noch ein Mensch. Stimpak? Was ist denn ein Stealth Boy? Ich nehme jetzt mal alles von ihm mit. Rausgehen und sowas kann ich mich ja dann immer noch. Lieber nehme ich jetzt. Und ich könnte aber noch so Waffen wegschmeißen, die ich nicht mehr brauche. Das machen wir doch. Wir schmeißen noch so ein paar Waffen weg. Ich habe bestimmt von irgendwas wieder ganz viele. Oder auch gar nicht. Das habe ich, glaube ich, schon ewig nicht mehr genutzt. Was macht mehr Schaden als meine Kanone? Das Jagdgewehr macht noch mal mehr. Weil das hat... Ja, ich glaube... Ja, so. So, was ist da noch? Recorder. Simbeck. Ah, Dick Toll, noch nie gehört. Haarklammern. Kellogg hatte auf jeden Fall Verbindungen. Kein Zweifel. So, mal schauen, was hier jetzt so rauskommt. Passwort. So, Zugriffsprotokolle. Ja, vorher. Okay, alles klar. Dann hat Kellogg also keinen Mist erzählt. Dein Sohn steckt wirklich tief im Schlamassel. Nicht mal ich weiß, wo das Institut ist. Was weißt du denn? Aber erstmal will ich noch mich hier durchwühlen. Nicht, dass ich was übersehe. Stuhl, naja, der ist jetzt nicht so wichtig. Nee. Ja, ich glaube, ich habe hier soweit alles gelootet. Ja, Nick. Hey, Valentine. Wir wissen, wo dein Sohn steckt. Aber nicht mal ich weiß, wo das Institut ist. Und die haben mich immerhin gebaut. Es muss eine Möglichkeit geben, Nick. Wir kommen hier nicht weiter. Wir sollten einen Schritt zurückgehen. Die Sache mit anderen Augen sehen. Die einzige, die dem Institut vielleicht auf den Grund gehen würde, ist Piper, die Reporterin aus Diamond City. Wir sollten uns mit ihr treffen, die Sache besprechen. Dann also auf nach Diamond City. Hey, Kopf hoch. Ja, es sieht im Moment düster aus, aber es gibt Hoffnung. So, also wir müssen zu Piper und ich würde mal sagen... dass hier in dieser Folge wirklich vieles drin war und ich hoffe, euch hat es gefallen, weil damit beschließe ich diese Folge. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.